Orientierungsfehlfunktion. Okay. Alex, hier ist Adam. Hey, du klingst beschissen. Wie geht's dir? Angeschlagen, aber wird schon. Ist ja, okay. Guck mal, unsere Beine, alles, wir sind auch eigentlich nur noch ein kompletter Roboter, weil wir halt auch tot waren, ne? Wir wurden ja komplett zerfetzt. Alex, meine Systeme spielen ein wenig verrückt. Ich muss sie nachsehen lassen. Aber wenn du einen treffen willst... Was? Nein, mir geht's gut. Erledige dein Zeug. Ich bin hart im Nehmen. Ruf an, wenn du wieder einsatzfähig bist, okay? Okay, mach ich. Also dann, bis bald. Ich muss sagen, von der Art und Weise, wie die Charaktere hier umgehen, mit den Dialogen und wie die Sprecher sind, super gut. Also von der Atmosphäre her. Anfangs war ich bei den ersten paar Sachen so, gerade mit der Einleitung, wo man im Jet sitzt von den Synchronsprechern, dachte ich so, ob mir das jetzt so gefällt. Aber ich muss sagen, doch, gefällt mir. Verkaufsobjekt, okay. Zubehörteile aufheben. Das sieht cool aus hier, ne? Er bastelt anscheinend auch ein bisschen rum. Was haben wir da? Betaktungssoftware. Okay. Was haben wir denn da? Waffenanpassungen. Ah, super cool. Ich mag das. Das ist auch so ein Spiel, wo ich mich auch drinnen verlieren kann und Ewigkeiten alles mir angucke. Ach, hübsch gemacht hier mit dem Schrank, ne? Sieht echt toll aus. Auch die Wand, du siehst halt wirklich, jeder einzelne Stein kommt so ein bisschen raus. Ah, sauber. Sehr, sehr schön. Explore Harp. Program will allow man to modify weather. Okay, also das Wetter wird dann manipuliert, ist ja krass. Aber ich weiß nicht, sollte man wirklich das Wetter manipulieren? Dann würde ich sagen, ja, ich will dann halt nur Regen den Einzeit, ich will dann nur Sonne und ich will das. Aber macht das nicht unsere Natur dann kaputt? Werden wir das dann beeinflussen? Ich glaube schon, weil dann gehen wir nur nach uns und nicht nach der Natur. Detroit. Hier. How are you doing? I wish you were here, miss you. Und dann hat der Name. Ah, ist cool, dass man halt wirklich diese Karten auch lesen kann, ne? Echt sauber gemacht. Aber er hat anscheinend wieder mal nicht richtig eingeräumt. Das war ja letztes Mal schon so, dass er... Also das ist cool, also wirklich mal eine vollständige Wohnung mit allem drum und dran und wo auch so eine Waschmaschine steht und alles, hat man auch wirklich dann... Oh, geil! Ich habe so eine ähnliche gesehen, ich glaube, war die von Samsung, weiß ich gar nicht, wo auch das so mit Display war. Finde ich mega cool. Klar, es ist jetzt eigentlich nicht notwendig, meine funktionieren auch noch, also, da hole ich mir nichts Neues, aber es ist zumindest, dass es sowas gibt, finde ich sehr schön und ich stehe auf solche Sachen. Hightech, ich bin sowieso vor der Hightech-Junkie, was das angeht. Alles was Neues. So. Er hat ganz schön Medikamente da. Gut, okay, bei seiner Art. Wir haben es ja gesehen, er hat keine Beine, hat keine Arme, hat gar nichts mehr. Da brauchst du auch was. Warte mal, wir machen mal hier auf. Mal duschen gehen. Na, da sehen wir es, ne? Wenn das ab wäre, da wäre nicht mehr viel von übrig. Und überall, wo diese Punkte sind und auch hier oben, das hier, dieses Hexagon, was er hier hat, ne? Hier an dieser Stelle. Das sind alles Punkte, wo dann entsprechend, also wir sehen, also die ganze Hüfte unten ist ja alles, man hat uns ja auch wirklich komplett demoliert, da war ja nichts mehr heil an ihm. Er hat ja den Kopfschuss bekommen, deshalb hat er hier diese Markierung, das ist dann halt praktisch ein künstliches Element und überall, wo diese Punkte sind, wurde halt auch was eingesetzt, teilweise künstliche Haut, dann alles mögliche dann halt nochmal draufgesetzt. Und darunter ist dann auch alles nur, also wir sind schon wirklich eigentlich fast nur noch Roboter. Das wäre was. Credit Chip, yeah, geil, Mann. Vorhänge auf. Ah, ja.
das, was wir schon haben mittlerweile mit Google und dem Ding. David Seraph. Oh. Abspiel. Mr. Seraph. Hier ist David. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber nach dem Vorfall in Prag gestern. Hören Sie mal zu. Warum auch immer Sie mich in den letzten 2 Jahren gemieden haben. Das Leben ist zu kurz. Ich reise bald nach London. Rufen Sie mich an. Wurde die Vidcall-Nummer gespeichert? Ja, Adam. Aktivieren Sie einfach den Fernseher. Ziemlich cool. Also mit dem von Amazon, ich glaube Alexis oder wie sie heißt, oder Alexia, und dem von Google, was jetzt herausgekommen ist, was beim Super Bowl so schön beworben wurde, da lässt sich das ja jetzt auch dann sprachlich fernsteuern. Also für alle Star Trek-Fans, die früher dann bei Next Generation oder sowas, wo es dann immer hieß, Computer, bitte spiele Musik, spiele das, das kann man jetzt halt alles machen. Das ist für mich als Sci-Fi-Fan natürlich so, boah, geil, ne? Und ich finde es auch hier gut. Gucken wir mal, Interpol, Aktenzeichen, blablabla. Das Juggernaut-Kollektiv entstand Anfang der 2020er Jahre, als ein Hacker namens Eli im Darknet ein schlecht geschriebenen Ruf zu den Waffen postete. Der Text war voller Rechtschreib- und Grammatikfehler und rief alle, die desillusioniert von den Joch der 1% ist geil, sind, dazu auf, ihm zu helfen, ihre Intrigen zu vereiteln. Das ist fast so wie die Kommentare, die teilweise unter meinen YouTube-Videos sind, wo ich dann auch manchmal hänge, so Videos, wie Video geschrieben wird, das ist manchmal so grausam zu lesen. Halt vor allem anzugreifen und offen zu legen. Die Gruppe schrieb das erste Mal Schlagzeilen, als sie 2025 in Paris atmosphärische Prozessoren eines beliebten Wetterkünstlers kaperte und Winde mit Orkanstärke auf ein von Page Industries gesponsertes Event losließ. Page Industries, ob das was mit diesem Page zu tun hat, den wir da gesehen haben? Mal gucken. Etwa zur selben Zeit wurde Eli online durch einen neuen Künstlernamen ersetzt, Janus oder Janus. Bemühungen, die wahre Identität der beiden Hacker in Erfahrung zu bringen, waren bisher erfolglos. Also trotz der Rechtschreibfehler und allem drum und dran scheint er dann clever genug zu sein, sich dann ordentlich tarnen zu können, ne? Unter der Führung von Janus ist das Kollektiv immer effektiver darin geworden, Fortune 500 Unternehmen in den Bankrott zu treiben. Also Fortune 500, das sind diese 5 zukunftsträchtigsten und mächtigsten Firmen, also die 500, wie Seraph Industries zum Beispiel, die auch mit dazugehören, die halt die Welt regieren, so kann man so grob galaktisch sagen. Vergehen von Regierungen aufzudecken und, so nächste Seite, wo waren wir denn jetzt? Aufzudecken und ganz allgemein den Superreichen das Leben schwer zu machen. Also wie WikiLeaks, so in der Richtung, so eine Art, ja. Besonders beunruhigend für Terrorismusabwehrbehörden weltweit sind die zunehmenden Hinweise darauf, dass das Kollektiv eine Reihe erfahrener Agenten, oft mit Erfahrung in Geheimoperationen, als Helfer rekrutiert hat. Okay, das ist natürlich schon krass, ne? Aber auch hier, wir gucken mal, das ist wie bei so einem E-Book-Reader, ne? Wir haben hier so ein Buchsymbol, wir haben unsere Netz, wir haben eine Akkuanzeige, also diese vielen kleinen Details, da fahre ich so mega drauf ab. Und ich gucke mir das halt auch gerne an, weil hier saß jetzt wirklich einer dran, einer der Level-Designer, und hat das hier so platziert und hier die Pappe dahinter gepackt und all solche Sachen, und das sieht halt schon echt geil aus. Hübsch, einfach nur hübsch. Wenn ich das so sehe, erinnert mich so ein bisschen an Max Payne 3, so ganz, ganz grob. Also nicht mal ansatzweise grafisch oder hier von der Aufmachung, geschweige denn, dass die Wohnung so sauber und stilvoll aussah. Aber irgendwie muss ich gerade da so ein bisschen dran denken, weiß auch nicht. Zu schwer, ach ja, stimmt es. Wahrscheinlich ist da sogar noch irgendwas. Da haben wir sogar auch Credits versteckt. Wahnsinn. Da drin. Geil. Alles unter Arm die Schuld an dem aktuellen Anschlag in Prag zu geben. Ich sage nicht, dass Rucker und die Augmented Rights Coalition eine weiße Welt. Einfach nur geil, dass man diese Sachen benutzen kann. Das bringt nicht wirklich was, aber. Wenn du die einzige echte Hoffnung einer unterdrückten Minderheit. Ist mein Computer okay? Wie Sie
meinen. Bei mir sind Sie sicher. Wie Sie wünschen, Besitzer. Aber das ist ein relevantes Sicherheitsrisiko. Nicht so schlimm gerade. So. Hallo Jensen, tut mir leid, dass ich Ihnen nicht früher geantwortet habe. Bin in einem Berg von Papierkram fast ertrunken und offen gestanden, wundert mich Ihre Frage. Ich habe Miller nur einmal getroffen im NSN, wirkte durchaus kompetent. Er war vor dem Zwischenfall bei der Tactical Assault Group in Australien, so ein großartiger Scharfschütze gewesen sein. Keine Ahnung, wie er zum Leiter der Abteilung Mitteleuropa wurde, aber ich weiß ja auch nicht, wie es Sie dorthin verschlagen hat. Nach Detroit war mir zwar klar, dass Ihre SWAT-Erfahrung und meine Empfehlungen Ihnen die Tür öffnen werden, aber ich hätte gewettet, dass das Hauptquartier Sie in den Staaten behält. Ihr Insiderwissen über AUG-Entwickler wäre sehr hilfreich, um gegen die Schwarzmarkthändler vorzugehen. Ich sag's ungern, aber die machen uns die Hölle heiß. Wie auch immer, anpassen und reagieren, stimmt's? Mehr kann ich Ihnen über Miller nicht erzählen. Wenn Sie eine Versetzung wollen, melden Sie sich. Vielleicht kann ich was für Sie tun. Okay. Gucken, was haben wir hier? Akronym, okay. Adam, danke für Ihre detaillierte Spezifikation für den Trenchcode. Er wird wie besprochen innerhalb von 10 Werktagen gefertigt und damit Expressdienst verschickt. Mit freundlichem Gruß, Aronson. Hm? Teufelsberg, Berlin. Okay, cool. Ach, Peter Chang. Direktor Miller hat gesagt, Sie kämen nach einigen Stunden Schlaf wahrscheinlich wieder ins Büro, trotz allem, was Ihnen widerfahren ist. Mir ist völlig unklar, warum Sie das tun sollten. Für mich an Ihrer Stelle wäre die TF-29 der letzte Ort, an dem ich sein wollen würde. Lassen Sie sich nicht von der Bunkeratmosphäre täuschen. Dieser Ort ist ein Ziel. Wir alle sind Ziele. Und das ist keine Paranoia, okay? Sie werden das verstehen, wenn wir persönlich miteinander gesprochen haben. Chang. PS, in diesem Zusammenhang habe ich Ihr Passwort fürs Büro geändert. Es ist jetzt der Name der Band auf dem T-Shirt, das Aria getragen hat, als ich sie zum ersten Mal sah. Wir sprachen darüber. Ich schwöre, ich will nicht kryptisch sein. Es geht mir nur um die Sicherheit. PSS, gehen Sie nochmal das Interface Ihres Smart-Home-Systems durch und sagen Sie mir, ob die Waffenstörung immer noch auftritt. Die aktuelle Firmware müsste das Problem beseitigt haben. Sie sollen schließlich mein Apartment nicht ohne Munition verlassen. Okay, das ist sein Apartment, aber schon cool, also gefällt mir. Und kann ich jetzt hierauf antworten, oder? Es ist nur so, es wäre natürlich geil, wenn man wirklich darauf antworten kann, ne? So. Maus. Noch ein E-Book. Ah, guck mal. Task Force 29, der geheime Kampf gegen den globalen Terrorismus. Leitartikel zum Wochenende. Puh, okay. Am 21. März 2028 kam es in zahlreichen Städten und Gemeinden weltweit zu einer Reihe koordinierter Bombenanschläge. In diesen schrecklichen 6 Stunden zerstörten fast 50 einfache, aber grauenhaft effektive Sprengsätze unzählige Leben und terrorisierten die ganze Menschheit. Erst durch dieses tragische Ereignis erwachte die Welt endlich. Während die Presse sich bereits mit reißerischen Geschichten über den blutigen Terrorismus überschlug, wurde der Mangel an Kommunikation und Kooperation zwischen internationalen Geheimdiensten und Polizeibehörden als Hauptgrund dafür angeführt, dass die Märzanschläge nicht verhindert worden waren. Normalerweise, durch politische Bürokratie gefesselt und geknebelt, reichten die Staats- und Regierungschefs der Welt sich über Grenzzäune hinweg die Hand. Der internationale Wunsch nach einer gemeinsamen Lösung vereinte den Globus. Ist auch nicht schlecht, ne? In den folgenden Wochen schlugen UN-Mediatoren dringend die Gründung einer internationalen Eingreiftruppe vor, die grenzüberschreitend agieren sollte. Aufbauend auf die bestehenden G18 stießen 11 weitere willige politische Teilnehmer hinzu. Die Task Force 29 war geboren. Also, das war schon. Ja. Was haben wir da? Ach, Zubehörteil, okay. Ja. Okay, da ist nichts. Wir nehmen, wie gesagt, alles mit. Also man kann auch eigentlich fast alles verkaufen. Ach, cool gemacht, ja, auch vor allem, also so schön detailliert mit den ganzen, also es ist, ja, schön. Und das ist das Wandpanel, okay.
Standard-Gewehrmunition. Revolver-Muni. Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Das gefällt mir nicht. Ja gut, die Muni habe ich schon. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Mal gucken, Inventar öffnen. Kann ich nicht irgendwas kombinieren? Nein, ich will es nicht ins Lager senden. Ah, Mann. Achso, ich muss, glaube ich, hier rausgehen. Warte mal. Dann öffne ich mal so mein Inventar. Wir können das ja noch vergrößern, ne? Wir sehen das hier. Ja, Error, alles funktioniert nicht. Kann ich irgendwas craften vielleicht? Warte mal. Schachteln, Projektil aus Flüssigkristallen. Das ist fürs Typhoon-System. Ne, das bringt mir auch nichts. Ich bräuchte das hier. Das Multitool geht auch nicht. Und das fürs Typhoon-System möchte ich eigentlich nichts entwickeln. Scheibenkleister. Das kann ich nicht zusammenpacken, Mist. Was haben wir denn hier? Taktungssoftware. Achso. Kann ich das anpassen mit irgendwas? Nee, ist auch nicht. Hier vielleicht irgendwas? Man könnte die auch lautlos machen, ne? Klar, den können wir zwar tödlich vorgehen, aber zumindest hätte die dann einen Schalldämpfer. Okay. Hier können wir zumindest Munition erhöhen, weil ich bin dann eher für sowas wie eine Pistole zum Beispiel. Okay, habe ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Platz? Auch nicht, ne? Was ist denn hier mit? Gefechtsgewehr. Ja, schon krass, ne? Wahnsinn. Na, ich kann es auch nicht zerlegen. Gut, okay, das mit der Munition ist jetzt nicht so wichtig. Dann lassen wir das da erstmal. So, was haben wir hier noch? Fernseher aktivieren, ne? Es gab auf beiden Seiten viele Opfer. Aber statt miteinander zu reden, wurde die Angst vor Augmentierten zu Hass. So, Zaref anrufen. Ja, mal gucken, was der so zu sagen hat. Adam, danke für den Rückruf, mein Sohn. Goldenes Hemd, echt jetzt? Ich habe von dem Anschlag in Prag gehört, ist in allen Nachrichten. Wurde jemand verletzt, den Sie kennen? Sie kennen mich, ich bin ein Einzelgänger. Erstaunlich, dass Sie wissen, dass ich hier bin. Interpol hat mich angerufen, als Sie sich für den Job beworben haben. Okay. Sie haben Ihre Überprüfung. Ich habe Sie nachdrücklich empfohlen. Müsste man wohl danke sagen. Ja, okay. Was wollen Sie? Was ich will? Ich finde es halt mal schön, die Charaktere sind sehr detailliert modelliert und sehen echt glaubhaft aus, aber sie haben nicht diese typische Speckschwarte. Also der, man sieht wirklich, er hat eine Haut, man kann wirklich förmlich erahnen, dass da die Poren sind und die Unebenheiten und alles. Normalerweise ist das ja alles so sehr fast perfekt, wenn man weiter weg ist und erst wenn man näher ranzoomt mit der Kamera oder rangeht, dann auf einmal wird halt irgendwas sichtbar von Hautporen und Falten und ansonsten aus dieser Entfernung sieht es bei den meisten Spielen immer so aus, als ob die total hochglänzend sind, ja, als ob einer mit so einer Speckschwarte rumgerannt ist und so, ne, so, ach komm, hier nochmal ein bisschen Butter ins Gesicht klatschen, ne, dass er dann ordentlich glänzt wie so ein kleines Schweinchen. Das finde ich schön, dass das hier nicht der Fall ist. Ich mag das nämlich gar nicht. Ich bin froh, dass Sie aus Banshai herausgekommen sind. Ja. Es war nicht einfach, wie Sie sicher wissen. Ich finde nicht, dass wir reizen sollten. Als die Rettungsteams mich aus den Trümmern zogen. Und während die Ärzte mich zusammenflickten, zerbrach meine Firma. Ich konnte vom Krankenhaus aus nichts dagegen tun. Tja, scheiße, ne? Ich habe gehört, Taeyong Medical hat alles aufgekauft. Nach dem Zwischenfall konnte das sonst niemand. Unsere Patente, unsere Tech, alles. Tja, heftig, ne? Naja, manchmal muss ein Traum sterben, damit ein anderer aus der Asche auferstehen kann. Ja. Frau Pritchard.
Haben Sie mal mit Pritchard geredet? Frank? Ich glaube, der hat sich von uns allen am wenigsten verändert. Er würde wahrscheinlich sagen, dass er sich nicht ändern musste. Ja, wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Aber wenn die Welt sich so verändert wie unsere, bleiben alle auf der Strecke, die sich nicht anpassen. Frank ist jetzt selbstständig, aber immer noch Computersicherheit in Detroit. Keine Ahnung, ob sich das je ändert. Ich glaube nicht. Immerhin war er da sehr gut drin, ne? Haben Sie was von Megan gehört? Tja. Nach allem, was wir durchgemacht hatten, dachte ich, sie bleibt bei mir. Aber hätte ich auch gedacht. Oder bei uns. Sie hat in Detroit keine Zukunft für sich gesehen, also ging sie zu Wörth. Okay. Sie ist nach Hongkong gezogen? San Francisco. Na, also die Haut, das sieht krass aus. Hammer. Rockasecca Beach kommt heute in den Nachrichten. Kalifornien also. Ob sie das ihrer Mutter erzählt hat? Mein Sohn, ich kann Ihnen nur raten, sie zu vergessen. Denn sie hat uns mit sich... Verstehe ich nicht. Wir haben sie gerettet und alles und... Also die ist echt komisch. So. In ihrer Nachricht hieß es, sie reisen nach London. Urlaub oder geht es um den neuen Traum? Ich treffe mich mit der Santo Group, mit Nathaniel Brown und seinen Investoren. Santo? Die haben den Utulek-Komplex gebaut, das Opti-Ghetto hier in Prag. Warum treffen sie die? Ja, richtig. Brown hat große Pläne. Er will echte Lösungen, die zukunftsweisend sind. Hat er echt jetzt vergoldete Augmentierung? Kann das sein? Ich habe von Rabia gehört, der Stadt hinter Mauern, die uns eine Firma für Optis in der Wüste bauen. Rabia ist nur ein Teil davon. Wir reden von autarken, energieeffizienten Archäologien, die überall auf der Erde errichtet werden können. Städte von Augmentierten für Augmentierte. Ja, aber sollten die nicht einfach als eigenkontrollierten menschlichen Evolution weiterleben? Es mag im Moment nicht so aussehen, aber eines Tages werden die Menschen den Zwischenfall hinter sich lassen. Das wird lange dauern. Dann werden wir dafür bereit sein. Aber unser erneuter Kontakt freut mich, Adam. Ich habe mich immer um Sie gesorgt und der Anschlag gestern. Sie haben nicht wegen des Anschlags angerufen. Richtig. Fragen Sie einfach. Es ist nicht wichtig, wirklich. Ich brauche nur eine Unterschrift für die Konkursunterlagen. Sie brauchen meine Unterschrift? Es gab eine bürokratische Verwechslung, weil Sie ein Jahr lang für tot erklärt worden waren. Das Apartment in Detroit lief auf Ihren Namen, obwohl wir es bezahlten. Okay, schicken Sie mir die Unterlagen. Okay. Danke, Adam. Ich weiß es zu schätzen, wirklich. Auf Wiedersehen, Seraph. Ist ja interessant. Aber muss das dann wirklich sein, dass man jetzt die Augmentierten praktisch wegpackt, weil man Angst vor ihnen hat und sie in Lager packt? Das, was wir schon mal alles hatten mit anderen Gruppierungen. Oder sogar Städte für sie baut, weit, weit weg von dem Rest und sie da dann halt für sich leben. Kann man nicht gucken, dass das alles so irgendwie zusammen wieder... Weil das ist ja jetzt keine Lösung. Das ist ja eigentlich nur... ein Ausweichen der Probleme, ne? Also, dass man halt sagt, okay, hey, kein Bock mehr, wir weichen dem Ganzen aus. So, welchen wollen wir denn wählen? Wir haben nicht verschiedene zur Ausweise. Das ist, glaube ich, der neue, das ist der alte. Abkürzungsmantel. Zieh mal an. Sieht gut aus. Ich finde seine Sonnenbrille stylisch, ne? Miller, hier ist Jensen. So. Freut mich, endlich von Ihnen zu hören, Agent. Alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald Sie da sind. Sehr schön. Wir haben ein Upgrade. Können wir jetzt bloß nicht einsetzen, weil die Augmentierung kaputt sind. Aber so wie die wieder funktionieren, können wir was aufbauen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, yeah. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Ja, dann komme ich rum. Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine öffentliche Option, schon klar. Hört sich nicht gut an. Ja, wahrscheinlich, weil der Arzt ist für Augmentierung. Wird er wahrscheinlich die ganze Zeit belagert und bedroht und alles Mögliche. Naja, gut. Machen wir erstmal hier einen Break. Ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Genieße diese coole Atmosphäre in unserem geilen Apartment und lass es mir. So aktuell noch gut gehen, solange wir nicht bedroht werden von irgendwelchen nicht-augmentierten, also Normalos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.